Wir fahren 300 Fußkilometer von Magdeburg nach Hamburg in 50 Jahre alten Faltbooten. Hier kommt der letzte Teil. So, Tag 4. Gestern 50 Kilometer gerissen. Was heute das Ziel? 40 Minimum, ne? Minimum, 50 wäre cool. Wir müssen schauen, wie wir vorankommen. Ja. Heute machen wir es ein bisschen anders. Mittags eine Pause irgendwo unterm Baum. Stunde wirklich Pause, nicht durch die Stadt rennen und so. Könnte besser werden. Boote sind gepackt. Knotenkunde mit Money. Ja! Ahoi, Matrosen. Ich zeige euch jetzt mal den Clinch-Knoten. Das ist zwar kein typischer Seemannsknoten, sondern eher ein Anglerknoten. Aber jeder Seemann muss ja auch angeln können. So, der geht so. Da muss einmal hier einmal rum, um irgendwas, wo ihr es befestigen wollt. Dann macht ihr wahlweise, da gibt es keine feste Regel, ein paar Mal um das Seil rum. Dann nehmt ihr das Ende, packt es hier durch. Und jetzt hat der Knoten was Besonderes. Je fester man zieht, desto fester wird er selbst. So. Jetzt muss man halt nur dran ziehen, ein bisschen. Oder auch nicht. So. Und jetzt ist er fest. Oh, da wird keine Zeit verschwendet. Heute ist noch heißer als gestern. Pause hat auch nicht viel gebracht. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem ganz gut voran. Ah, oh, meine Lippen, ey. Komplett im Arsch. Einfach nur gebraten. Nur so Schäfchenwolken überall. Jo. So, Challenge ist da. Oh, ich hab kein Internet. Schade. Wir gleich nochmal. Und Internet ist weg. Das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, wollten wir ein bisschen flexen, ne? Aber da fehlt doch was. Vielleicht Musik? Ja. Wie wär's denn, wenn ihr außer eurer Quetschkommode noch mal ein paar mehr Instrumente hättet? Ich würde euch mal empfehlen, baut ein paar. Und dann baut noch mal ein paar Instrumente. Und dann sehen wir uns wieder. Headbang. Auch irgendwas mit was eine Melodie machen kann. Das ist immer noch gut. Ich wäre auf Trommel, ja. Ja. Danke. Beseelt durch diese musikalische Glanzleistung haben wir uns als verbundenes Floß eine Stunde lang einfach in den Sonnenuntergang treiben lassen. Für mich immer noch einer der schönsten Momente der ganzen Tour.
Oh, Tag 6. Sind schon auf dem Wasser, die anderen kommen noch. Vorne ist Hitzacker. Mal direkt davor gepennt. Heute ist das Ziel, auf jeden Fall hinter Lauenburg zu kommen. Wir möglichst dicht an die Geestachter Schleuse rankommen. Ich glaube, da gibt es Gezeiten. Dann bist du bei Ebbe durch. Dann haben wir es auch schon fast nach Hamburg geschafft. Also danach sind es, glaube ich, noch 20, 30 Kilometer, bis wir irgendwie in Bergedorf oder zumindest irgendwo im Hamburger Stadtgebiet sind. Ja, das ist erstmal der Plan. Also heute nochmal richtig was reifen. Und dann müssen wir langsam mal auf Gezeiten achten. Heute gab es also keine Zeit zu verlieren. Wir mussten Lauenburg erreichen, um Wasser aufzufüllen und wollten am nächsten Tag in Geesthacht schleusen. Die Sonne war mal wieder erbarmungslos, aber unser Ziel war noch 50 Kilometer entfernt, also hieß es paddeln. Auf die Challenges haben wir ab hier auch verzichtet, uns ging einfach die Zeit aus. Natürlich war dieser Tag der heißeste der ganzen Woche und so konnten wir unsere Mittagspause auch nicht ganz ausfallen lassen. Taucht schon Lauenburg auf. Noch so 3-4 Kilometer. Je mehr wir uns Geesthacht nähern, nimmt außerdem der Schiffsverkehr zu, was uns zusätzlich ausbremst. Motor 1, Motor 2, sind schiffbrüchig. So, Vorräte sind aufgefüllt. Zwei Sixer Wasser sind da. Ja, wir sehen uns am Wochenende. Alle gehen noch mal pissen. Wir sind noch 2 Kilometer bis Altenburg, da müssen wir drüber weg. Also so 5 Kilometer machen wir wohl noch. Tag 7 ist gestartet. Heute mit ein bisschen mehr Verkehr voraussichtlich, sehr viel mehr. Und wir müssen schleusen. Dahinter gibt es Ebbe und Flut. Könnte interessant werden. Jetzt aber erstmal alles wie gehabt. Grün und ruhig. Der weiße Klotz da vorne ist das Kernkraftwerk Krümmel. Seit seiner Inbetriebnahme gab es immer wieder technische Probleme und so waren alle Anwohner ziemlich erleichtert, dass es 2011 endgültig stillgelegt wurde. So, wir sind jetzt hier fast an der Geesthachter Schleuse. Ja, das wird jetzt, glaube ich, das Highlight erstmal, da durchzukommen. Wird ein bisschen wackelig. Kleines Rodeo. Schleusung erfolgreich. Wohl noch sind wir nicht drauf. Wir sind nicht so schnell. Ja, nu. Mach das Wellenbad an. Oh. Durchgeschleust.
Alter. Scheiße. Ha, ha. Gut. Das Bruder hält ihn fest. Was genau unser Problem? Hier haben wir die Boote festgemacht vor einer Stunde. Das ist das Wasser da hinten. Eine kleine Zwangspause. Wir haben jetzt doch entschieden, eine Nacht hier zu bleiben, weil das sieht und hört sich nicht gut an. Naja, auf jeden Fall bricht hier gerade ein richtiges Gewitter los. Haben die Boote jetzt irgendwie hier an Land gezogen, weil die Flut ja auch noch kommt. Wir sind zum Glück ja gerade an einem Campingplatz. Gucken wir, ob wir einen Platz kriegen für die Zelte und dann können wir das hier gut überstehen. Und es geht schon los. Oh, Junge. Ja. Ja, wird gut. Wird gut. Gutes Wetter. Sommer, haben sie gesagt. Wir gehen jetzt gleich raus, paddeln weiter. Hui. Deine Mütze auch. Ja. Der Baum hält nicht mehr stand. Wir müssen jetzt Klo umziehen. Zwei Stunden lang hat es so richtig geschüttet. Das war aber nicht unser einziges Problem. Auch der Tidenhub war stärker, als wir erwartet haben. Ah, hier sieht man mal ganz geil, wie weit die Elbe sich zurückzieht. Da hinten sind die Boote. Das war bestimmt 50 Meter oder so. Oh, aber deins vielleicht nicht. Deins, oh, aber hattest du deins angebunden? Nee. Okay, hast aber Glück gehabt. Wo ist Paris? Ach, da hinten. Ja, okay. Das liegt recht weit oben, ne? Oh, du hast Glück gehabt. Wir kommen gar nicht an unsere Sachen ran. Ja. Ich glaube, du hast Glück gehabt. Ich hab Glück gehabt, das Ding ist kaputt im Wasser. Hä? Wow, aber unsere Paddel sind noch da. Oh, unser Ruder. Mein Ruder steht wie eine Eins. Ich hab doch nicht die Hose für aus, aber jetzt nehmen wir es am Hauptbild. Oh, nee. Oh, nö. Ja, ich sag mal so. Das ist doch scheiße. Ein Glück ist mein Paddel noch da. Oh Mann. Alter, das sind ja aber. Wie viel Unterschied denn? Das habe ich nicht erwartet. Ja, mit dem ganzen Regen, wa? Ja, gut, stimmt, das auch noch. Na gut, nehmen wir mal wieder aus. Oh, geh ich mal schauen, ob die Boote noch da sind. Das sieht aber gut aus. Boot 1, 2, 3. Ja, top. Das Wasser müsste gerade zurückkommen. Ja. Sieht gut aus. Heute ist richtig schön mild. Sonne ist da, aber es ist bewölkt. Dafür haben wir ungefähr 30 km Gegenwind. Man sieht es an den Windrädern vielleicht. Die sind ordentlich am rotieren. Ja, gucken wir mal, wie gut das geht. Weniger Strömung ist hier auch. Aber wir nutzen die Ebbe. Ja, funktioniert. Mit Signalleuchte und alles. Ja. Nicht schlecht. Ja. So sieht es also aus, wenn es ausgelöst hat. So, die Boys sind wieder fresh. Nach unserem Zwangsstopp hier auf dem Campingplatz. Ja, wir haben die Zeit bestmöglichst genutzt mit Durak spielen und Bier trinken. Jetzt 19 Kilometer bis wir in die Süderelbe kommen und dann suchen wir uns auch direkt einen Ausstieg, also halten die Augen offen. Dann haben wir es geschafft, Magdeburg-Hamburg, ein Tag länger als wir tatsächlich zwischendurch erwartet haben, vom Gewitter. Vier Tage durchgehend Hitze, es hat nur geballert. Jetzt gestern noch mal ein richtig heftiges Gewitter gehabt. Heute Gegenwind und Berufsschiffverkehr. Plus Tidenhub. Ja, wir müssen die Zeit auf jeden Fall jetzt nutzen. Also wir haben jetzt quasi 4 Stunden, bis es eng wird. Und dann müssen wir schauen, wie das mit den Containern, also mit den großen Schiffen ist. Und ansonsten die Zeit gut genutzt.
Voll geil. Voll geil. Wir haben super geile Sandbänke, die Rastplätze auch hier. Richtig Glück gehabt bislang. Kein Stress gehabt, nur nette Leute getroffen. Und hat sich richtig gelohnt. Gerne wieder. Elbe ist ein hübsches Gebiet. Man hat sich aber relativ schnell satt gesehen. Also alles in Sachsen-Anhalt sieht sehr gleich aus. Hier ist ein bisschen mehr Bebauung. Das ist dann ein bisschen netter anzusehen. Dafür kannst du halt irgendwo ranfahren. Aber arsch viele Vögel. Arsch viele Vögel. Zwei Vögel vor der Kamera oder zwei was? Zwei Vögel vor der Kamera. Auf geht's, Endspurt. Ja, auf geht's. Also muss jetzt kein Loch sein. Aber wir sind gerade abgelegt. Und anscheinend ist Badis Boot direkt voller Wasser. Eventuell haben wir ein Loch. Jetzt nochmal. Und? Ist zwar noch ein leichter Fluss hier bei mir, aber ist egal. Gut. Hey. Kommt mir da für eine Stunde nochmal. Ja. Ist jetzt hier im Verbund fahren, damit wir uns den Kurs nicht halten können. Mach mal ein Stück nach rechts. Ja. Hier, wo das Wasser sich überspringt, muss gut sein. Oder was? Ja, was willst du machen? Den kommst du nicht rein. Wir kommen nicht voran. Das ist klar, ja. Bist du eine halbe Stunde, bist du tot. Ja, wir haben die ganze Zeit gepaddelt, jetzt 20 Minuten, wir sind 200 Meter weg. Ich weiß nicht. Ja, gut. Der Wind macht das, wir können nicht geradeaus fahren. Das ist schade, das ist echt traurig. Ja, was willst du machen? Soll ich ranfahren? Kommt mal ran. Kommt mal bei. Damit müssen wir jetzt hier abbrechen. 40 km/h Gegenwind. Wir treiben einfach nur in die falsche Richtung quasi. So wird das nix. Keine Chance. Nee, keine Chance. Obwohl wir schon abfließendes Wasser haben. Also mit dem Kahn hier reißen wir nichts. Der Wind reißt uns einfach nur rum, wo er hin will. Da kann auch der beste Kapitän nichts machen. Nee, eine Hamburg-Tour machen wir noch. Eine Hamburg-Tour müssen wir machen, ja. Das machen wir. Es melden sich ab, eure Kapitäne. Ja. Schiff ahoi.